Österreich ist eine demokratische Republik. Ihr Recht geht vom Volk aus. Bei der Umsetzung dieses demokratischen Grundprinzips der Verfassung kommt dem Parlament eine zentrale Bedeutung zu. Das österreichische Parlament besteht aus zwei Kammern, dem direkt gewählten Nationalrat und dem Bundesrat, der nach der Stärke der Parteien in den neuen Landtagen beschickt wird. Die beiden Kammern sind selbstständige Organe, denen aber unterschiedliche politische Bedeutung und rechtliche Gewichtung zukommt. Im Zentrum steht der Nationalrat. Der Bundesrat ist deutlich schwächer und mit weniger Rechten und Kompetenzen ausgestattet. In den Bundesländern übernehmen die Landtage, auf europäischer Ebene das Europäische Parlament, parlamentarische Aufgaben. Eine dieser Aufgaben ist natürlich die Gesetzgebung. Nationalrat und Bundesrat sind gemeinsam für den Beschluss von Gesetzen auf Bundesebene zuständig. Beide Kammern sind zudem in die europäische Rechtsetzung mit eingebunden. Der Nationalrat beschließt außerdem das Bundesbudget, er wählt die Volksanwaltschaft, den oder die Präsidentin des Rechnungshofs und schlägt, so wie der Bundesrat, einige der RichterInnen des Verfassungsgerichtshofs vor. Darüber hinaus ist das Parlament außerdem für die Kontrolle der Regierung zuständig. Nationalrat und Bundesrat haben das Recht, die einzelnen Mitglieder der Bundesregierung über alle Gegenstände der Vollziehung zu befragen und dazu schriftliche, mündliche und dringliche Anfragen zu stellen. Der Nationalrat kann zudem einen Untersuchungsausschuss einrichten und als schärfstes Mittel der Bundesregierung sogar das Vertrauen entziehen. Man spricht dann von einem Misstrauensvotum. Wenn eine Mehrheit der insgesamt 183 Abgeordneten im Nationalrat das entscheidet, verlieren einzelne MinisterInnen oder die gesamte Regierung ihre Ämter. Das ist auch der Grund, warum der Bundespräsident oder die Bundespräsidentin bei der Einsetzung einer neuen Regierung immer auch die politischen Mehrheitsverhältnisse im Nationalrat mit berücksichtigen sollte. Denn theoretisch sind BundespräsidentInnen bei der Ernennung der Bundeskanzlerin oder des Bundeskanzlers frei. Sie sind an kein Wahlergebnis gebunden und können ernennen, wen sie für geeignet halten. Verfügt die gebildete Regierung aber über keine Mehrheit im Nationalrat, kann sie ihre Regierungsvorhaben nicht gesetzlich umsetzen und ein Misstrauensvotum droht. Verliert die Regierung das Vertrauen der Mehrheit des Nationalrats, verliert sie auch ihr Amt. Regierung und Parlament sind also auf unterschiedliche Weise eng miteinander verbunden. Sie stehen zueinander in einem Verhältnis vielfacher wechselseitiger Abhängigkeiten, Beschränkungen und Kontrollen. Daher wird oft auch nicht von einer strikten Gewaltentrennung gesprochen zwischen Exekutive und Legislative, also zwischen Parlament und Regierung, sondern von einer Gewaltenteilung im Sinne einer Auf- und Verteilung der Staatsfunktionen auf unterschiedliche Organe.